Umgehungsstraße zu bauen, brachte die Chance, im Ortskern darüber nachzudenken und diese eigentlich Perle inmitten des historischen Umfelds mit einem Fachwerk und Renaissancegebäuden und einem tollen Rathaus und so auch einen klassischen urbanen Platz zu gewinnen. Das war auch der Wunsch der Kommune, eine Abbildung zu schaffen, die Aktionsräume, Plätze bietet für Markt, für Veranstaltungen. Es gibt da ein Stadtfest, das Duckstein-Fest. Die alte Straße ist eigentlich noch spürbar durch eine Fahrbahn, die eigentlich in der Fläche aufgeht. Und man setzt irgendwie die vorher eigentlich nutzlosen Ecken, wo nur Autos geparkt wurden, die nutzt man als Aktionsflächen. Die sind dann freigehalten für die besagten Märkte und Veranstaltungen und Tische und Stühle der anliegenden Geschäfte bzw. Gastronomien vor der Tür. Und die haben wir so auch als Intarsien deutlich gemacht, im größeren Belag mit so eingefassten Fries, um diesen Platz nochmal so richtige Orte zum Verweilen einzuschreiben, die dort bisher eigentlich nicht vorhanden waren. Element auf dem Platz zu situieren, was es ermöglicht, als Sitzpodest angenommen zu werden, was Tribüne ist, was Bühne ist bei Veranstaltungen und dergleichen. Das war so ein bisschen ein kleiner Anker am Platz. Und das funktioniert ganz schön. Stadtpodest genannt. Dieses Stadtpodest ließ sich in historischen Grundrissen nachvollziehen. War mal ein Wärterhäuschen, dieser Marktplatz, Straßensituation zweier diagonal den Platz kreuzenden historischen Handelswege, wurde dann genutzt als Mittelritter, um da Zölle zu kassieren und Marktgelder einzutreiben. Dieses Fontänenfeld, so eine flächenbündige Wasseranlage, und das hat damals viel Spaß gemacht, das auszuprobieren, dass die so in unterschiedlichen Höhen, Musik und wie auch immer beleuchtet, dort so ein kleines Wasserspiel ergeben. Das wird gut angenommen, das ist vor dem Rathaus, das gibt dem Rathaus auf so einer herausgestellten Intarsie nochmal so einen Antritt, im Grunde genommen einen Teppich vor dem Rathaus. Das war unsere Idee, dass sich sozusagen die Verkehrsarten, Langsamverkehr, Fußgänger, Radfahrer, wie auch der Autoverkehr in der Fläche dann arrangieren. Das funktioniert.